Hallo, ich bin der Daniel von ichkoche.at. Ich bin zu Gast beim Adi in der ersten Kanut- und Grillschule. Und jetzt stehen wir wieder vor einem Griller. Meine Frage ist jetzt, was sind die Vor- und Nachteile von so einem Elektrogriller? Also der Elektrogriller, ja, der hat eigentlich die Errungenschaft jetzt da gewonnen, ja, im Stadtbereich. Weil in der Stadt wird das offene Feuer und das Gas natürlich sehr stark verbannt, ja. Das hat am Balkon nichts verloren, ja. Und somit, ja, hat der Elektrogriller Einzug gehalten am Balkon oder in die kleinen Gartenhütten, ja. Also wie gesagt, er ist sehr praktisch, du steckst ihn auf die Stromdosen auf, hat mit 2,2 kW im Schnitt Leistung, ja. Hat eine Heizschlange drin, die was schön zum Glühen anfängt, ja. Und man kann wirklich wunderbar die Grillmarkierung drauf machen, kann direkt grillen, ja, mit viel Freude und Spaß, ja. Der einzige Nachteil ist ein bisschen das indirekte Grill, weil die Heizschlange hat nur eine Fläche, die was immer gleichmäßig dann heiß ist, ja. Da ist mein Tipp, ja, einen Ziegelstein legen, ein bisschen Alufolie drauflegen und wenn Fleisch angegrillt ist, am Ziegel auf Alufolie dann drauflegen, zumachen und dann lasse ich indirekt quasi entkoppelt vom Grillrost fertig grillen und somit steht dem Grillvergnügen auch nichts mehr im Weg und man hat ganz einfach einen Zwei-Zonen-Griller geschaffen. Das ist super, das ist dann mit einfachen Mitteln ganz einfach den Griller noch ein bisschen erweitern, damit man halt mehr vom Grillvergnügen hat. Ja, es gibt dann mittlerweile auch so Grilleinsätze, wo du dann den Grillrost entkoppelst. Ja. Ich nehme gerne den Ziegelstein, der kostet nichts. Ja. Ein bisschen Folie drauf, da drauflegen, einen Schweinsbraten und das alles. Und das ist schon wieder machbar, dass du quasi am Elektrogrill einen Schopfbraten über 3-4 Stunden mit gleichmäßiger Temperatur auch grillen kannst. Super, dann sage ich vielen Dank für diesen Tipp. Bitteschön. Danke.